So, Chat, Alter, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier auf dem fantastischen Janistan TV. Ich bin auch da, Donny Johnston. Wir sind doch alle da, wie geht's euch? Ich bin ein bisschen groggy heute. Nadine auch am Start. Wie ist es? 10k YouTube-Abos, bam, läuft bei uns. Vielen Dank an die YouTuber da draußen. Wir wollen die 50k Twitch, aber es wird schwer, wir hängen fest. Was muss ich tun? Infinitum 86, ich bin ein bisschen groggy heute, hört man irgendwie jeden Tag. Ja, ich bin auch jeden Tag ein bisschen groggy. Vielleicht ist es eine Art Running Gag langsam. Aber ich muss ja auch jeden Tag 6 Stunden Schach kommentieren. Ich hab's sehr schwer. Stefan Esser, 10k Special Idee. Ich habe keinerlei Ideen. Mehr mit anderen Streamern machen? Oh nein, nicht mit Menschen. YouTube schon monetized, natürlich. Ich muss aufhören, zu sagen, ne? Morgen mit so viel Elan. Ich gebe mir alle Mühe. Kochstream incoming, ey, lass mich in Ruhe. Toni ist auch groggy heute, so nämlich. Was machen wir heute? Das Übliche? Kandidatenturnieranalyse? Und dann rumjammern, wie, dass ich zu müde bin, um noch zu spielen? Zu humaneren Uhrzeiten streamen, wann denn noch? Humanere Uhrzeiten. Ich bin hier jeden Tag 15 Uhr bis 21 Uhr schon auf Sendung. Ich habe doch keine Zeit. Aber was ich habe, ist Haarspray. Wo ist mein Haarspray? Da. Sind alle, ne? Wie viel Spritzer muss man nehmen immer? 17, 18? Ist ein Beauty-Stream, absolut. Habe ich noch weitere Beauty-Produkte hier? Eine Schleife habe ich noch. Hast du gesagt 19 bis 25? Was ist das? Beste Streamzeiten? 19 Uhr bis 25 Uhr? Susi und Sträucher Analyse. Susi und Sträucher habe ich, glaube ich, nie geguckt. Das sind die Hunde, ne? Ich kenne mich gut aus. Ich weiß nicht, was sie machen mit der Schleife. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Kapp und Kappa habe ich auch nicht gesehen. Oder guckt ihr den nur ironisch, so Kappa-mäßig? Petri, danke für den Sub. Petri, 5 Monate am Start hier. Ich habe nichts zu sagen. Ich überlege auch noch, ob ich nach Madrid fahren soll. Wäre ein bisschen stressig, aber... Die Spanier sagen, es wird ein großer Spaß für die ganze Familie. Wir machen dann auch noch Sachen, so Aktivitäten nebenbei. Ich, alter, Aktivitäten. Ich muss ja den Kommentiermarathon überleben. Sie meinten, ja, der Schachclub, wo du kommentieren könntest, ist okay, kommen nur Leute rein, ist ein bisschen laut. Ey, Leute, laut. Alter Lachs. Okay, ich bin natürlich auch eine Diva. Ich werde nur in meinem Keller sitzen bleiben. Aber es klingt schon stressig. Ich muss da irgendwie hinkommen, dann am selben Tag kommentieren, dann wieder zurückkommen. Aktivitäten, Alter. Ja, nach Italien. Ich glaube, ich muss. Ich glaube, 30. hin. 4. zurück. Doch keine Wahl. Klingt nicht nach idealen Arbeitsbedingungen. Eben. Die kochen da auch in Madrid. Die kochen da auch nur mit ganz lauwarmem Wasser.
Alleine im Keller sitzen klingt ja natürlich verlockender. Absolut, Steffi Darko. Wo bist du denn gerade? Du bist gerade auf einer Party und guckst Twitch oder was? Wo sie erst da sei, wer zwingt euch eigentlich ohne Engine zu rasieren? Das ist echt hart, aber wahnsinnig interessant. Das ist brutal. Vor allem, weil Judith immer die ganzen Tricks sieht. Aber ein, zwei Mal wurde mir erlaubt in letzter Zeit, zack, den Knopf zu drücken. Steffi Darko sei, war auch nur so halb ironisch gemeint. Ich verstehe keine halbe Ironie. Du musst so ein halbes Kappa hinter den Kommentar machen dann. Sonst raff ich das nicht. Gibt's so Semi-Kappas? Kapp. Victorolosaurus war auch schon mal in Brüssel. Der feine Herr, kommt rum. Ich war auch schon mal in Brüssel. Simultan gespielt bei der EU-Kommission. Frag mich nicht, was EU-Kommission, EU-Parlament ist. Aber ich habe gesagt, ja, EU komme ich schon. Magnus Malsen war noch nie in Brüssel. Warst du schon mal in New York? Ging's durch San Francisco? Halb zerrissene Jeans? Doch, EU-Kommission war nicht schlecht. Die haben ihren eigenen Schachclub. Das sind gute Spieler. Super Spaten Deluxe. Endlich bist du da. Schachkommentare irgendwann auch durch KI ersetzt werden. Ich befürchte das. Es wird zu schachlastig in letzter Zeit. Da haben die Menschen eigentlich nicht viel beizutragen. Nicht nach Hawaii fahren, da gibt's kein Bier. Ich dachte, im Himmel gibt's kein Bier. Jack Quarker hat eine Schachfrage. Schachfragen bin ich Spezialist. Weiß C7, König D6 und Schwarz, Dame H3, König D3. Ist das Draw oder Winning für Schwarz? Das ist völlig gewonnen für Schwarz. Stellst die Dame nach C8, schnappst den Bauern in aller Ruhe ran mit dem König. Gang's los. Halb zerrissene Jeans, damit käme ich echt aus. Aber wenn die Jeans nicht halb zerrissen sind, dann fühle ich mich auch nicht richtig frei. Was machen wir? Ich habe eigentlich mehr Lust, Schach zu spielen, als zu analysieren. Aber ich bin auch sehr müde. Kann ich erst Schach spielen, dann analysieren? Was machen die Bügelflecken? Ich habe die Tage meine Hemden nicht gebügelt. Ich bin meist hier so T-Shirt-Sakko-mäßig unterwegs. Hauptsächlich aus Bügelfaulheit. Runde zum Wachwerden. So viel Zeit muss sein. Ja, man gebe mir Schachbrett. Habemus Brettus. Herr Fidemeister? Paule heißt er. Er ist Fidemeister. Ja, bald können wir wieder Road to 2700 machen. Bald bin ich wieder in allen Disziplinen unter 2,7. Oh, ich glaube, hier mein Gegner ist weg. Anne ist wieder da. Wie viel Pech kann man haben? FM Best Talk sagt Gustafsson. Fragezeichen. Wie antwortet man auf sowas? Yes. So, wir spielen wie Fabi. Fabi spielt so A6 Läufer A7 und dann H6 G5. Spielt er so? Ich glaube schon, oder? Das ist Fabis Style. Road Tour funktioniert auf YouTube immer super. Ja, aber soll ich nicht irgendwann mal ein Etappenziel erreichen? Ich frage Kugelbuch mal. Läufer am Rand bringen keine Schand. Läufer sind langschrittige Figuren. Die sind wie Legolas, kann man sich das vorstellen. Kann sich hinten hinstellen und dann so zack, zack, zack.
Blencher war lustig. Ja, Blencher ist sehr anstrengend, muss ich fit dafür sein. Ich glaube, das soll ich nur eine Stunde oder so machen, wenn wir Ergebnisse haben wollen. Ey, ohne meine Bauern angreifen, hatten wir eigentlich gesagt. Ist mir wieder egal, ne? So, nichts heilig. Best Talk. Was mache ich denn jetzt ad hoc? Machen wir auch gerade. Das ist ziemlicher Dreck, den ich hier spiele. H6, G5 in dieser Stellung. Sieht nicht sehr gesund aus. Aber wir versuchen ja zu spielen wie Fabi. Nur dass Fabi wahrscheinlich weiß, was er tut. Das könnte der Unterschied sein, den ich gleich aufgebe. Hat er so gespielt? Ich weiß, wie ihr das macht. Heute dies, morgen das. Vielleicht soll ich mir die Partie erstmal angucken. Jetzt H5 oder hier schlagen? Können hier schlagen, dann H5. Sieht auch ziemlich bescheuert aus. Ja, komm. YOLO. Bloß nicht nachdenken, dann merke ich noch, wie schlecht meine Stellung ist. Vor allem mal a tempo irgendwas ziehen. Westworld Staffel 4 ist raus. Westworld war ich raus nach der ersten Staffel. Es fühlte sich an wie Mathehausaufgaben. Ey, wer ist wer? In welcher Timeline sind wir? Komme ich nicht mit. Wenn Road Tour im Titel steht, finde ich Leute aus irgendeinem Grund gut. Egal wohin die Road führt. Road to Nowhere ist bei uns. Spreche 4 wäre jetzt ungünstig, den nehme ich weg. Habe ich einkalkuliert. Bin ich Schachgroßmeister. Bei E5 ist ein bisschen lästig. Ey, hör auf nachzudenken, Best Talk. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich streng genommen erst hier schlagen sollen. Ah, hier spreche D4 hat sich den ED-Primo drin, oder? Ihr habt ja recht. Das hätte passieren können. E5 ist ein bisschen lästig. Ich habe noch gesagt, ist ein bisschen lästig. Ich sag noch. Ist ihm natürlich wieder egal. Was machen wir jetzt? Dame hier. Stellung wirkt etwas, wie ist der Fachbegriff, verloren. Muss kurz nachdenken, es tut mir auch leid. YOLO. Blackadder zieht Westworld durch, ihr gönnt ihr. So, ich vermute, dass ich schlecht stehe. Aber die Stellung ist noch sehr verwirrend. Ich drohe hier zu schlagen. Mein Läufer freizulegen und dafür hier vielleicht weiter zu rödeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nepo es macht, das kann ich nicht verraten. Es kommt ja darauf an, wie die Partie des Tages ausgeht. Wir dürfen hier auf keinen Fall spoilen. Haben wir den Streamtitel geändert? Wir wollen ja hier niemand belügen. Ja, wegen des aktuellen Contents. Holle Wolle. So, habe jetzt erst Borgen auf Netflix für mich entdeckt, schon gesehen. Nee, ich habe meinen eigenen Account. Ich muss nicht borgen. Okay. 10 aus 10, so nämlich, Chat. Ich habe Borgen nicht gesehen, ich habe nur Gutes gehört, so dänischer Politikschissel. Ne? Ich glaube, ich habe ein, zwei Folgen gesehen. Meine Frau hat das, glaube ich, mal auf Leistung geguckt. Ich habe es nicht so verfolgt, macht einen guten Eindruck, aber ich habe es nicht so mehr reingezogen.
Jack Quacker sei, mit welchem bekannten Schachspieler kommst du privat am besten klar an einem Lagerfeuer? Was soll ein Schachspieler an einem Lagerfeuer? Ich glaube auch, dass wir gesagt haben, ohne so lange nachdenken. Aber wenn er sich nicht an die Regeln halten will, was soll ich machen? Er schlägt hier. Ist ihm alles egal. Will ich hier wegnehmen? Dann will er wieder nehmen. Ein Tricks. Will ich hier es wegnehmen? Läufer B2 oder irgend so ein Quatsch. Komplex, komplex. Ich kann auch D3 spielen, auf doof. Um die Diagonale geschlossen zu halten. Meint ihr das für wert ihn? Vielleicht verwehrt ihn das. Wenn er dann hier weiter futtert, schreibe ich das. Bisschen schon. Nimmt, G4. Na egal, wirre Stellung. Stockbroker? Stockbrot? Schachspieler sind eher so Stockfisch, nicht so Stockbrot. Geht jetzt schon wieder ab. Ja, wer fährt so? Gar nicht so dumm. Gar nicht dumm, junger Freund. Ein Sub. Haben wir einen Sub-Button? Weg Sanguine. Vielen Dank für den Sub. So, stehe ich schlecht? Das wäre ja ärgerlich. Also ich kann es schlagen. Er wird auch schlagen. Da würde ich eigentlich G4 spielen wollen, aber dann kann er mit seinem blöden Springer hier angesprungen. Was ich wiederum nicht will. Also stehe ich wahrscheinlich einfach sehr, sehr schlecht. Weil ich ihn doch nicht so verwehrt, wie ich ihn gern verwehrt hätte. Kann ich irgendwie anders verwehren? Springer hier hin. Springer D4. Nicht leicht alles. Auf einmal hat sich die Gesamtsituation zu meinen Ungunsten verändert. Danimo Zock, danke für den Sub. Was hat man davon, wenn man sich dieses das harte Fabiano Caruana Zeug nicht richtig reinzieht und es einfach so auf doof spielt? Das ist gefährlich. Nützt ja nichts. Wer A sagt, muss auch C sagen. Wer Assad muss auch Napalm. Schön gesagt. Die Einmann-Armee, wie AZAD. Ich habe mich damals 6 weggefragt, dann schlägt er den Bauern hier weg. Gar keinen Bock drauf.
Pferdchen in die Mitte. Leider wieder gut gespielt. Langsam nervt er mich mit seinen guten Schachzügen. Was mache ich jetzt? Ich sollte wahrscheinlich nicht ewig Zeit darauf verwenden, bis er die Figuren rauszieht. Springer E5 kann ich spielen. Schön, dass der Hype Train kommt, aber ich brauche ja auch den Rettungszug, brauche ich noch. Absolute Frechheit. Wer denkt, Besorg, wer er ist? Denkt er hier, weil er Fidemeister ist? Man kann ja hier so meisterliche Schachzüge machen. Dragon Rider, danke für die 100 Bits. Bastian Play, danke für den Sub. Sub rein, Chat. Amazon Prime ist mehr kostenfrei. Wenn ihr Prime habt, das wissen die wenigsten. Könnt ihr es mit Twitch verknüpfen und Janis dann hier vorne schützen. Zack. So. Stellung bleibt leider schlecht. Ja, Pferdschädel muss mitmachen. Hör auf, deine Figuren rauszuziehen. Mach ich doch auch nicht. Habt ihr jemals gesehen, wie ich auch nur eine Figur rausgezogen habe? Nein. Das gehört sich nicht. Unter Gentleman-Schachspielern gehört sich das nicht. Aber hier, wenn er den Ehrenkodex bricht, habe ich keine Wahl. Stellung wäre nicht besser. Nimm zu Nerdser, wenn du an deine FM-Zeiten zurückdenkst. Hey, ich war nie FM. Den überspringt meine Titel. Wäre gleich ihr. FM. Kenn ich nicht. FFM? Ist das nichts Schmutziges, FFM? Basti? FM ist für Rich Kids. DJ und BJ sagt, Jan, gehst du in den Gym? Jim Parsons? Sieht besser aus. Nee, ich war seit 2 Monaten nicht mehr im Gym. Wenn ich davor schlechter aussah, in der Zeit, wo ich im Gym war, muss ich vieles überdenken. Meine Taktik ist, ich gehe so 5 Uhr morgens schlafen, ernähre mich sehr schlecht und sitze 10 Stunden am Tag vor der Kamera. Kann ich nur empfehlen. Ist die... Janis da, das Janis der Beauty-Geheimnis. So, ich überlege, ob ich hier krasse Sachen machen kann. Leider bin ich noch zu keiner Schlussfolgerung gekommen. Ey, ich habe weniger Zeit, was ist das denn? Na, okay, ich habe mehr Zeit, aber auch nicht mehr viel Zeit. Erstmal typisch. Dragon Rider, dankeschön. Ey, der hat schnell gezogen. Ist alles sehr unsympathisch. Okay, dann zieh ich auch schnell. Hast du jetzt davon? Auf Schnellzieher machen. Schach.
Ist jetzt die Steuerung? Habe ich hier nicht getrickst? Ich dachte, ich hätte ihn getrickst. Ich stimme auch nicht gut. Ey, da trickse ich hier schon rum. Stehe ich immer noch nicht gut. Seine Figuren sind zu stabil. Figuren sind stabil, Alter. Wir nehmen aber weg, was wir kriegen können. Best Dog. Jetzt der feine Herr, braucht keine Türme. Bitte. Ich mag meine Türme. In Janistan ehren wir unsere zwei Türme. Wie bei Herr der Ringe. Ja, Schach, was hältst du davon? Ja, und das ist der andere Turm. Doppelturm-Style. Will er weglaufen? Ja. Vorschlag zur Güte. Ich gebe dir einen von meinen Türmen, aber behalt den anderen. Was meinst du? Da kann er nicht Nein sagen. Das kann ich verstehen. Ich muss ja irgendwas mal nach vorne ziehen. Könnte jetzt schmerzhaft werden. Harter Kampf, vielen Dank. Best Talk für die Partie. Ihr willst Rematch? Ich mach Rematch, gleich ist los. GG, so nämlich, Chat. Hype Train hier, 2 Minuten noch, subt rein. Was muss ich hier noch machen? G5 spielen, Dame F6, H5. Also es ist ein spektakuläres Nachtschachprogramm. Wie viel Türme hat Jan am Ende? 2. Außer er schlägt mal ein. Nee, er schlägt mal Bauern. E4 oder E3? E3. Soon am Start. Grüße dich, Soon. Soon, vielen Dank für den Sub. Hältst du den Hype-Train hier auf kurz? Auf kurz? Den Hype-Train auf kurz? Ich kann nicht mehr sprechen. Soon, was macht das Musizieren? Ich sehe hier Soon immer nur hier am Influencen. Kanu-Trip mit Freunden, Bier trinken mit Freunden, Landschaft, dies, das, jenes. Der feine Herr. Ehrlich 47, danke für den Sub. Ey, Soon, so war es nicht gemeint mit Hype-Train am Laufen halten. Aber ich bedanke mich trotzdem, ey. Vielen Dank. Soon gönnt hier 3 Subs. Dankeschön. Ist der D-Bau nicht weak? Ja, müssen wir durch. DJ and BJ sagt, was muss ich gesehen haben in Hamburg? Ich habe keine Ahnung, ich kenne nur meinen Keller. Ich rauche hier mal. Hamburg-Tipps, was sag ich für Hamburg-Tipps? Ich gehe mal hier ins, wer ist es? Immer. War jetzt letztes Mal vor 5 Jahren. Aber wenn ich Hamburg zeigen will, ins 20s Up. Die Cocktailbar oben im Rivers, Empire Riverside Hotel. Hat mal einen wunderschönen Blick über den Hafen. Die Menschen. DJ und BJ sagt, anscheinend gibt es eine Straße, wo Frauen nicht rein dürfen. Ja, kannst dich verkleiden, wenn du eine Frau bist, dann geht das schon. Herbertstraße war ich auch lange nicht mehr. Aber es ist nicht so spannend, wie man immer denkt.
Tim Fehr, danke für den Sub, für das Sub-Geschenk an Nico Silberpfeil. Nico im gelben Trikot. Was macht man hier? H6 sieht ein bisschen Leguan-mäßig aus. Gehen wir vor, oder? Wir gehen rein. Die tanzenden Türme. Was ist das, diese beiden komischen schiefen Teile auf der Reeperbahn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das gesehen haben muss. Reeperbahn overrated. Hamburger gehen nicht auf die Reeperbahn. Hängen irgendwo Sternschanze rum. Wobei Sternschanze ist inzwischen auch schon hier. Das die Gentrifizierung. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es klingt schlau. Birdie McFly sagt, Jan geht zum Trainieren immer in die Ritze nahe der Herbertstraße. Ja, andere Seite. Aber Ritze war ich schon mal im schönen Boxkeller. Kann ich hier boxen? Zack, zack, wahrscheinlich nicht. Was machen wir dann? Und dann machen wir weiter wie Modi Niki und schickt die Kinnings in die Kiste. So, Läufer raus sieht normal aus. Hier schlagen sieht auch normal aus. Das Schlagen gefällt mir ja nicht so. Sprech G6 bringt nix. Dann B3 sieht auch ein bisschen dumm aus. Außer es funktioniert, dann wäre es super. Dann B3. Ey, geh mal weg, Pfeile. Dame hier. Wenn hier schlägt, kann ich hier schlagen. Die Falle kann ich nicht rechnen. Dann machen wir das so. Hamburger Berg insgesamt traumhaft. Ja, 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 ist auch ein bisschen siffig ist schon Hamburger Berg. Menschen, die das Geld Gentrifizierung verstehen, sind mutmaßlich Teil derselben. Ja, es sind so Studioses aus Baden-Württemberg, ne, die hier in Berlin wohnen. Oh je. Halber Chat weg. So. Was mache ich? Nehme ich hier weg und laufe raus irgendwie? Eventuell. Ey, ohne Zurückgehen haben wir eigentlich gesagt. Okay, das haben wir schon festgestellt, dass Bestock das mit den Regeln nicht immer so genau nimmt. Läufer in die Mitte. Dann sieht Bestock keine Schnitte. Der Springer G6 übersehen? Durchaus möglich. Scrollen wir mal zurück. Ja, habe ich übersehen. Schön, dass ich vorher noch drüber nachgedacht habe. Ihr habt vollkommen recht, Chat. Fokus, Jan. Das kannst du sehen an guten Tagen. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt holt er noch Turm B8. Stehe ich gar nicht so viel besser, wie ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, sehr viel besser zu stehen. Habe jetzt den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Florian Weinmann sagt Hallo Jan. Hallo Florian. Wo erwischt dich heute? Wann kommt Benoni? Wohin? Aufs Brett? Nee, ist ja schlecht. Ich versuche hier ohne gemeine Züge klarzukommen. Aber wenn Bestock sich da nicht dran hält.
Madeus sagt: Hallo Jan, ich habe gerade 50 Punkte im Bullet verloren. Was hilft gegen den Tilt vorm Einschlafen? Schwierig. Ich schlafe einfach tiltet ein. Ich mache es wieder Hulk. Mein Geheimnis ist, dass ich immer wütend bin. Lohnt sich 9 € Fahrt nach Hamburg? Nee, 7 € wäre es mir wert, aber 9 €, Alter. Ich muss erstmal wieder reinholen in Hamburg. Turm B4 ist hier schon mal los. Kann ich einen seiner Bauern mehr wie snaken? Snaken ist der Fachbegriff für schlagen. Wissen die wenigsten. Ich snake. Ey, der hat sich schon wieder was überlegt. Aber was? Ist der Springer nicht eher so auf einer Reise ohne Wiederkehr? Oder soll ich kurz überlegen, ob er sich was überlegt hat? Vielleicht hat er sich überlegt, hier reinzuschlagen. Ich schlag und dann einen Schach zu geben. Jetzt sollte ich überlegen, ob mich das stört, und wenn ja, wie viele? Mit Hass auf Wein ist der geheime Trick zu einem erholsamen 3-Stunden-Schlaf. Ja, gerade als Familienvater sehr zu empfehlen. Schön, eine Runde mit dem Rechtsklick-Character 20 Minutes till Dawn ist, glaube ich, ein gutes Enttäuschungsmittel. Werden wir heute auch noch machen müssen. Sorry, dass ich so aggro bin heute. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist nur die Müdigkeit. Ich bin heute schon so, keine Ahnung, 13:30 oder so, muss ich aufstehen, Kinder aus dem Kindergarten holen. Also ich hab's nicht leicht. Das sieht man ja immer nicht. Der Mensch hinter der Kamera. Chat, das dürft ihr nie vergessen. Nur weil Streamer vor der Kamera ein scheinbar perfektes Leben führen, alleine in ihrem Keller, heißt es nicht, dass sie nicht auch echte Sorgen, Wünsche, Bedürfnisse haben. Ich habe Hunger. Was ist da los? Was machen wir früh Schluss? Ja, ich muss morgen um 12 Uhr mittags Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich da wach sein soll. Ist das ein guter Pre-Move? Er könnte ja auch andere Züge machen als Dame D4 Schach. Vielleicht nicht schlau. Dr. Pengmeier sagt, wird Judith nie müde? Nee, die will auch nie Pausen haben, ne? Also jedes Mal, wenn ich so alle 2 Stunden mal eine Pause mache. Na ja, ist klar, dann analysiere ich hier weiter die Partien. Beim Frühstück mit Laurent und Peter quatschen ist auch nice. Ich werde wieder Peter beleidigen müssen für Transparency, Russia, Boohoo, Nepomniachtchi, hatte irgendwelche Logos. Was ist deine Kampagne, Peter? Russian Influence. Newbie Snacks, da chillst du ab und zu an der Alster. Ich war schon mal an der Alster. Jule ist einfach froh, dass sie nicht von Anish gemobbt. Wer war Anish gemein? Ich traue mich noch nicht, so gemein zu sein. Jule ist auch zu nett. Aber trotzdem, wenn ich nicht gemein sein kann, was bleibt mir dann? Soll ich hier Schachzüge sagen? Ach, beziehe sich auf die Werbung. Ja, ich habe die WM-Kommentar von Anish und Judith nicht gesehen. Die WM-Kommentar.
Was ich los? Kann ich nicht alle deine Figuren schlagen? Ich habe ein bisschen Angst immer, wenn mein König so angegangen wird, dass am Ende des Tages noch irgendwas schief geht. Soll ich hier irgendwie Leguan-mäßig spielen? Wir spielen es Leguanisch, Chat. Nicht der beste Zeug, ich glaube, ich kann alle Figuren schlagen auch. Aber manchmal muss es eben Leguan sein. Hier Turm E4 ist die Deluxe-Leguan-Hose. Nubi Snacks sagt, gestern war ein sehr geiles Wetter in Hamburg City. Eine mitgekriegt. Jetzt gehagelt. Hier auf dem Dorf Hagelsturm. Leguanischer kann man das nicht spielen, die Stellung. Türmsche? Türmsche, du bist dran. Dildai möchte eine Agentur ansetzen. Er setzt eine Agentur an. Ist hier Deepfake. Die Tasse hat schon mit Franziska Giffey telefoniert. Nee, Tasse auch ein Doktortitel? Nee. Hatte mal einen. Es droht nix. Schon mal gut. Kann ich den Bauern schlagen zum Beispiel? Wollen wir den Bauern haben? Eins für Bauern schlagen, zwei für Nicht-Bauern schlagen. Zu spät, Chat. So, Gegenangriff machen. Counter-Attack, wie der Amerikaner sagt. Es droht immer noch nichts, ne? Ich kann auch hier einfach vor. Immer weiter. Die Tore fallen, wir steigen. Lauf los, kleiner Ebauer. Bald musst du nicht mehr böse sein. Snaxer, ist es lernbar, antrainierbar, so menschenscheu zu sein wie ich, oder wie meinst du? Birdie McFly sagt, ich fand es amüsant, als Jan sich gegenüber Judith behaupten wollte mit der Aussage, you don't have to tell me that. Ja, ich habe ein sehr fragiles Ego, Birdie. Warum nicht Läufer C2? Er hat aufgegeben, da E6. Und ihr jammert an den Zug ran, der ihn zur Aufgabe gezwungen hat. Was ist los mit euch? Wollte wissen, ob du das schon immer hattest oder was er das Leben mit dir gemacht hat. Cringe. Nobi Snacks. Wenn ich damit kokettiere, nicht unter Menschen gehen zu wollen, ist es was sehr anderes, als wenn ihr sagt, ey, warst du schon immer so menschenscheu oder das Leben dich gebrochen? Weird. Treants, da war nicht so gemeint. Ey, wofür kann ich Treants beleidigen? Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Der Chat malt echt was mit mir. Was kostet der KM-Titel?
Der ist unbezahlbar. Oh, Avic Crux Alba hier. 2,7. Warst du schon mal in dieser Schachstadt? Im Schachdorf, wer ist nochmal? Schachdorf irgendwas? Ja, war ich schon mal, simultan gespielt. Nimmst du Nord, sagst Stockfischer, ein leguanisches Tor, E4 übrigens gefeiert, bester Zug, Alof, schlagen wir auch, okay. Ja, ich tue ja mal nur so, als wäre es leguanisch. Es war natürlich wieder fantastisch gespielt. Was ist hier? Gibt's das? Will ich den Baum wegnehmen? Ich überlege, in der Zugfolge. Nee, ich bände dich mal, Francesco. Ich hab Bock, jemand zu bannen. Der Zugfolge kann ich hier wegnehmen oder nicht? Also schlagen, Springer schlägt, E3, E5. Was soll der Geiz? Was passiert jetzt? E5 sieht normal aus, dann D5, ein E4 sieht normal aus. Ja, funktioniert das? Ich könnte ihn wegnehmen. Läufer G7, okay. Dann ziehe ich auch eine Figur raus. Habe ich einen Raid verpasst? Sind die Gunnis am Start? Gunnibären, grüße euch. Vielen Dank für den Raid, Gunni. Wir sind hier am schlecht gelaunten Schach spielen, also eigentlich alles wie immer. Dame nach B6, er will mir den Bauern wegnehmen. Hier wollt ihr Tricks in den Chat. Das ist der brillanteste Trick der Menschheitsgeschichte. Bauern nach A3, wenn ihr schlägt. Zack, tschüss Dame-Situation. Was bei euch los, Gunni? Seid ihr hier auch kandidatenturniermäßig? Eingespannt, kommentieren, analysieren, prognostizieren. Turm D8, was will er von mir? Ich weiß nicht, was er will. Rochade, E5, D5, dann B2. Hey, wenn ich jetzt wieder nachdenken muss. Brauchst du nie mehr nachzudenken. Yeah. Dann B2 immer noch Springer A4, ne? E4 kann er spielen. Dann zur Not Springer T2. Dann B2. Kompliziert. Bei Gunnis Montagsturnier. Wie falsch kann es sein? Ey, ohne Läufer raus, hat man eigentlich gesagt. Wenn ich mal einen fairen Spieler als Gegner hätte, der sich einfach an die Regeln, die ich mir während des Spiels ausdenke, hält. Das würde wirklich wahnsinnig helfen. Nichts. Erstmal fesseln. Ist fesselndes Schach hier.
G4 willst du ja wirklich wegnehmen? Das ist gut überlegt. Scheint er sich gut überlegt zu haben. Aber warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Ich würde sehr schlecht beim Kandidatenturnier abschneiden, weil die Leute besser sind als ich, Gordon, und ich seit 10 Jahren nicht mehr aktiv bin. So, E6, jetzt haben wir diverse Möglichkeiten. Ich könnte hier schlagen. Oder ich könnte Fetsche in die Mitte. Sieht beides nicht schlecht aus. Mal so. Pferdchen in der Mitte, saß und schlief. Saß und schlief? So, soweit, so gut. Ich kann hier rein snaken, wenn ich denn wollte. Dame schlägt, Läufer C6, dann, oder der ist Turm C6, Läufer C6 und D5. Ich kann auch sofort D5 spielen. Ist der Springer irgendwo hin? Zum Beispiel D6. Turm schlägt. Da irgendwas? Nichts Direktes, ne? Welle vom Bier, aber sagt, ja, hast du gerade viel Arbeit wegen dem Turnier? Nö, geht, aber ich bin ja 10 Stunden am Tag so vor der Kamera. Wobei, die letzten 3, 4 sind ja hier. Sind ja hier. Um mit euch zu reden. Deshalb bin ich immer ein bisschen groggy. Aber nö. Arbeit definiere ich ja mal eher als Sachen, die mich stressen. Das hier, das Turnier schlaucht mich ein bisschen, aber es stresst mich nicht. Ich weiß nicht, ob das die korrekte Definition von Arbeit ist. Idee. Ich kann hier wegnehmen, wenn ich denn wollte. Wahrscheinlich will ich, oder? Okay, da noch mehr. Weiß nicht, wie klar die Stellung ist, leider. Zurück. Auf doof. Super Rico, seit wann spielst du mal simultan? Haben wir es nicht gerade gemacht, vorgestern oder so? Ich bin ja eigentlich ständig simultan unterwegs.
Vielleicht kommentiert er simultan nächstes Mal auf Deutsch, Englisch und Spanisch und sagt dann, ich bin Simultan-Dolmetscher. Was meint ihr? Kann ich jetzt den Bauern eigentlich mal wegnehmen? Damen tauschen. Von mir aus auch das. Weiß nicht, ob wir das Maximum erreicht haben, aber zwei Bauern mehr. Sollte auch mit ungleichfarbigen Läufern ein schönes Fund sein, mit dem wir wuchern können. Ich muss nur ab und zu was ziehen. Das alte ab und zu ziehen muss Problem. Der 1, Turm B2, nervt mich das. Ich drifte hier ein bisschen. Turm F2 geht schon. Ach ja. Gute alte Driften. C3 geht auch, sieht aber nicht so gut aus. Er spielt die Züge immer so, als seien es ganz normale Züge. Bluffs doch. Soll jetzt langsam ein bisschen schneller werden. Stange sollte gewonnen sein, aber war nicht die sauberste aller Techniken. Ihr kennt die Technik. Das ist einer, der ganz gerne drüber labert. Gönn dir den Bauern. Komm, Bauern ins Spiel. Ja, das ist eine heiße Cash. Glorious Victory, Chat. Er will nicht nochmal. Na gut. Okay, Chat, letzte Partie. Oder ich habe weiß und letzte zwei, wenn er Rematch will. Dann analysieren wir.
Flow over 1000 sagt, warum hat das jetzt gewonnen? Überlegene Spielführung. Also ich hätte ihm alle Bauern weggenommen am Ende und mir dann drei Damen geholt. Und da dachte er, okay, gucke ich mir nicht mehr an. Tab sagt, findest du 3 Sekunden Increment beim Kai-Datenturnier zu viel? Gibt ja kein 30 Sekunden Increment. Aber du meinst nach 260? Naja, ist okay. Was ist hier los? Suffkopf ist eingeschlafen. Suffi, Alter. D6. So viel klingt echt niedlich. Joe the Pro sagt, ich hoffe, dass Magnus und Nikao ein Showmatch spielen. Wir werden sehen. Ich versuche den Läufer hier rauszubringen. Das ist mein Plan. Ey, wir haben über 1000 Zuschauer zu dieser nachtschlafenden Stunde. Schön, dass ihr dabei seid. Dark Wiest, vielen Dank für das Subgeschenk. Wenn ihr Zuschauer da draußen diesen fantastischen Kanal unterstützen wollt, subt gerne rein, wenn ihr Amazon Prime habt. Könnt ihr es mit eurem Twitch verknüpfen? Mehr kostenfrei. Das ist der korrekte Begriff, wurde mir gesagt. Janistan TV unterstützen. Tetris Crash sagt, hallo liebe Thailand-Schachfreunde, so sieht's aus. 22. bis 30. Oktober, Thailand Open. Ich erwarte euch alle da. Soon, dich besonders. Soon, wir können hier schön einen weginfluenzen aus Thailand. Der Pabi, vielen Dank für den Sub. Und JBD422, danke auch dir für den Sub. So, Läufer raus oder erstmal Fetsche? Chat 1 für Läufer, 2 für Fetsche. Ich werde nicht auf euch hören, aber mich interessiert eure Meinung. Backseat Schachspielen ist hier willkommen. Ja, ich glaube, ich mache Fetsche. Chat kann sich nicht entscheiden. Ja, Dedeldei, ich gucke mir so mal eine Weile an und dann, zack, wird hier entschieden. Wie bei Läufer raus. Soon überall, Soon ist nur hier. Wir haben exklusiv Mod-Deal mit Soon. Soon moderiert nur hier. Vololo Crash sagt, Jan, war der Kennedy-Brückenwitz mit Eder eigentlich wirklich vorausgeplant von dir? Ja, ich bin an dem Tag auf dem Weg zu Rocket Beans mit meinem E-Bike über die Kennedy-Brücke gefahren. Und da dachte ich mir, kennt Eddie eigentlich die Brücke? So, irgend Pferd in die Mitte. Weißt du besser, ich kann das möglich machen. Ich kann auch B3 spielen. Vielleicht spiele ich erstmal B3. Ist schon wieder 12:30, wir müssen noch eine Analyse machen.
Tetris Crabs. Fanden Sie das Endspiel des letzten Spiels der Kandidaten langweilig? Kannst du mich duzen, Tetris Crabs? Wir sind hier alle per Du. Also außer Will per Du. Es war für mich wie ein Besuch beim Zahnarzt. Ja, das Gute ist ja, man muss sich das nicht angucken. Außer man muss es kommentieren. Aber sonst kannst du hier sagen, langweilig, ich gehe was anderes gucken. Hier, The Boys, Folge 6 ist draußen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich habe das Gefühl, es geht nicht gut hier mit Homelander. Also manchmal habe ich den Eindruck, der ist nicht stabil. Dark Beast, vielen Dank für das Subgeschenk. B5. Ich kann es schlagen, ne? Ist ja schon klar, Suffkopf, dass dieser Bauer nicht verteidigt ist. Ich weise nur freundlich darauf hin. Wenn ihr was bei gedacht hast, alles klar, habe ich nichts gesagt. Alles gut, ich will dir hier keine Vorschriften machen. Ich sag dir nur, dieser Bauer ist nicht verteidigt. Ist nur die Frage, ob ich ihn snacken sollte oder ob ich lieber Figuren rausbringen sollte. Entwicklung ist ja auch irgendwie key. Aber ich mag Bauern. Ja, komm, gib her. Sprint D4 war dein Plan. Ich bin ein bisschen verlockt, hier zu schlagen. Frage, wie üblich, macht das irgendeinen Sinn? I can tell the people around me just wanna be famous. To me, that's amazing. Hier komm, YOLO, oder? Abfall mit Figur, Chat. Weil heute Freitag ist. Wer mir jetzt sagt, Freitag sei nicht heute, dann muss ich erst zurücknehmen. Take back. Figuren am Vertrag. Wir gehen rein. Ich habe mir was dabei gedacht. Das ist nicht besonders viel. Ich dachte, hier, ich snack mir noch den, habe ich drei Bauern. Und hier mit dem habe ich dann irgendwie Stress. So war die grobe Planung. So, das Drei-Bauern-Etappenziel ist erreicht. Das nächste müssen wir das irgendwie mit dem hier Stress machen, Etappenziel noch verwirklichen. Das könnte schwieriger werden. Ich ziehe ihn erstmal vor, oder? Erstmal vor auf doof. Lauf los, kleiner Abauer. Bald musst du nicht mehr böse sein. Sorry, ich habe sehr, sehr viel Miraculous geguckt. Dr. Pengwang sagt, wie fandest du Slow Horses? Ich fand's okay. Also, ja, besser als okay. Nicht sehr, sehr gut, weil die Handlung mit dem Entführungsplot und so weiter hat mich nicht so abgeholt. Es war ja klar, worauf es hinausläuft. Aber Gary Oldman super und hier die... Ist ja so ein bisschen so eine Workplace-Comedy zwischendurch auch. Also das fand ich den gelungenen Teil, so den Entführungsteil fand ich nicht so spannend. Weil da irgendwie vielleicht das Outcome relativ vorgezeichnet war. Aber trotzdem konnte man gut wegbingen. Was würde ich geben? Ja, so 7 aus 10. Winning-Tag habe ich nicht gesehen. Ich muss ja irgendwie da mal rankommen. Ich habe kein HBO. Wahrscheinlich kann ich es ja mal kaufen auf Amazon, ne? Aber Winning-Tag gucke ich mir auf jeden Fall rein. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Un poco de español en el stream. No me sale español. Muy difícil. Soy alemán. So. Hier, wir setzen alles auf Anton in Aborn. Gibt's bei Sky? Ja, Sky will ich auch nicht Sky sehr. Also. Die deutsche HBO-Quelle. Ein bisschen Nederlands. Ich kann helemaal nichts. Suffkopf, was habe ich getan?
Beetje opletten. A7. En nu? Wat ga je doen? Kan je dan niets? Kan je dan minder dan niets? Wat slecht zeg. Ja, een beetje gelobt hier voor zijn spielanlage. Lolo crasht das, kein beeindruckendes Ergebnis für 7 Jahre Spanisch in der Schule. No sé, und solo un poquito. Da muss doch ein bisschen mehr gehen. Estoy borracho, ja, kann man immer sagen. Pferdchen in der Mitte. Saß und schlief, saß und schlief. Armes Pferdchen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Pferdchen, hüpf. So, ich überlege, wie ich gewinne, aber ich sehe es nicht. Das ist so der Status quo. Erstmal Schach. Da beachte ich gesehen, Chat. Wir müssen hier ein bisschen weiterdenken. König E7. Und dann. Dann geht sie los, die wilde Hatz. Ich könnte hier einen Schach geben. Oder wahrscheinlich hier hingehen. Könnte ich hier einen Schach geben. Oder wahrscheinlich zurückgehen. Könnte ich hier einen Schach geben. Hätte ich wahrscheinlich keinen Bock mehr nachzudenken. Machen wir so, oder? Turm C7, Qf6, gebe ich da irgendwie sofort. Dann B4, Qf6. Juli! Universal Raid! Vielen Dank, ich grüße euch. Die Vampire Survivor Sucht hat zugeschlagen bei Universal. Wie viele Stunden hast du, Juli? Musst du nicht publik sagen. Ich hab über 100. Aber... ich bin seit einem Monat clean. Ich habe hier als Ersatzdroge die Dorn-Geschichte. Sonst wäre clean. 64 Stunden, ah, das geht ja noch. Dann habe ich nichts gesagt. So, wie gewinne ich jetzt? Wir spielen hier Schach. Schach und schlechte Laune ist das Abendprogramm. Also ist ein Spaß für die ganze Familie, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr habt hier 110 Achievements von 110 bei Vampire Survivors. Ich bin ein bisschen zurück. Es gibt, glaube ich, neue, die ich noch nicht habe. Turm FD1 kann ich spielen, um hier unten Schach zu geben. Dann kommt Läufer hier, verteidigt sich erstmal gegen meine gemeinsten Pläne. Das ist mir eigentlich zu wenig. Ich hätte gerne noch mehr. Aber wie? Schach ist ziemlich schwierig, ist das Problem beim Schach. Der Läufer nervt mich. Ich kann versuchen, den wegzunehmen. So Turm hier und dann zack. Ich weiß nicht, ob das die Lösung aller unserer Probleme ist. Vielleicht muss ich den König hier doch nochmal übers Brett jagen. Wenn Plan 1 nicht geklappt hat, gehen wir zur Etappe 2. Und der schwarze König ist dabei. Ich sehe nichts Konkretes. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht auf einmal selber erwischt werde, aber mit dem König hier in der Mitte kann das ja so toll nicht sein für Suffkopf. Suffi. Oder wie siehst du das, Suffi?
Ich kann hier einen Schach geben. Muss er vor? Matt setzen nicht so meine Stärke, ganz, ganz unironisch. Ich weiß nicht, wie man das macht. Och man, das kann so schwer nicht sein. Ich kann auch hier weg mit dem Turm. Turm D6, Turm B8, schlägt, schlägt hierhin. Ist auch noch nicht ganz vorbei. Sehr traurig alles. Okay, mein Schach. Obwohl, ich will eigentlich keinen Schach geben. Vielleicht so? Ihr seht es eher raten als planen hier. Schach ist auch viel Ratespiel einfach. Vielleicht so. Turm B7 hätte ich machen können, aber Turm B7, Turm D6, wie gesagt, dann Turm B8 schlägt, Turm A8, Turm A6, hätte ich gesehen, wie ich sofort gewinne. Jetzt Turm D6, dann Dame B8. Wenn das Pferdsche wegzieht, zum Beispiel hierhin, kann ich ein paar Schachs geben, zum Beispiel dieses. Mit zum Beispiel meine ich ziemlich genau dieses. Schach kann ich schlagen wegen Fesselung. Jetzt kann ich nochmal Schach geben. Jetzt müsste nur irgendwann matt sein. Ich sehe leider noch keinen Matt. Naja, gehen wir erstmal so lange Schach, wie es uns einfällt. Jetzt droht Läufer D4, muss ich ein bisschen aufpassen. Weiter Schachs geben. Ist bestimmt irgendwie Matt in 3 oder so. Vielleicht soll ich auch einfach versuchen, Matt zu setzen. Hier Schach, schlägt, hier Schach. Muss schlagen, schlägt. Wir setzen jetzt aber Matt-Chat. Schluss mit lustig. Manchmal muss man auch mal Matt setzen. Muss man über seinen Schatten springen. Mordis, vielen Dank für den Sub und durchschachen. Hier, Dame H4. König H4 macht es mir ein bisschen leichter. Aber ich hatte berechnet, dass wenn der geschlagen würde, ich zurückschlagen täte, dann so. Und da habe ich vergessen, was ich berechnet habe. Aber irgendwie matt. Turm F4. Irgendwie matt berechnet. Tiefe Berechnung. Hier Rematch machen wir, wenn ich mit Weiß gewinne, mache ich mal Rematch. So, Suffkopf. Letzte Partie. Danach müssen wir noch die fantastische Analyse vom Kandidatenturnier, dem Geschehen des heutigen Tages machen. Es war ja die große Partie, die Spitzenpartie zwischen Fabian Caruana und Jan Nepomniachtchi. Wanna dedicate this game to Nepomniachtchi. Half Chinese, half Japanese. Oh, what a species. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass alle Leute auf diesem Level, some offense, mit Weiß, in Marshall reingehen. Dann irgendwann hören sie einfach auf, weil sie sagen, ach so, du willst Remis machen. Okay, das ist sehr feige. Das ist sehr feige. Das verbitte ich mir eigentlich. Sowas wollen wir hier nicht sehen, Suffkopf. Aber bitte. Wer so spielen willst, müssen wir diese Stellung gewinnen. Ich weiß nur nicht wie. Madal 007, mal wunderschönen guten Abend. Chat, kurzes Meinungsbild. Wenn wir gleich mit der Analyse durch sind und dann statt wie vernünftige Menschen schlafen zu gehen, noch irgendein Spiel spielen. Spielen wir dann 20 Minutes Till Dawn? Oder spielen wir Vampire Survivors neue Achievements achieven?
20 Minutes 1, Survivors 2. Was sagt ihr? Chat ist natürlich an 20 Minutes gewohnt jetzt, aber nee, viele Zweien. Dann verlieren wir eigentlich Basti. Wobei, Basti hatte jetzt lange Ruhe. Basti hatte lange Ruhe von Vampire Survivors. Okay, es ist knapp. Aber mehr Zweien. Hallo, Herr. The Quarry. Meine ist halt, dass die Juli Gang hier. Yeah. Ich bin. Warum du hast die Umfrage verpasst? Die Umfrage war 1, 20 Minutes Till Dawn. Darkness, wo sind wir? 10, 11. 2, Vampire Survivors. Neue Achievements. Es gibt doch bestimmt neue Achievements, da wir letztes Mal am Start waren. Ich bin Taktikfuchs hier. Er kann nicht schlagen wegen Schach. Aber Läufer G5. He's very boring. Ist auch boring, aber erst Läufer G5 sieht besser aus. Moment, kurz nachdenken. Ganz kurz nachdenken. Kann ich den Turm schlagen? Was passiert, wenn ich den Turm schlüge? Es fühlt sich krank an. Ich will an allen Ufern ankern. Geht nicht, ne? Ziehe Läufer irgendwo hin. Und meine jetzt Figuren sind angegriffen. Kann ich nicht bringen. Also wir schlügen. Der Läufer geht irgendwo hin. Oder vielleicht kann er auch gleich hier wegnehmen. Er ist einfach blöd. Superstecher ist aber dann ist doch schon 2 Uhr morgens. Erst 2 Uhr morgens, Superstecher. Läufer E3. Können wir hier nicht schon Fragen stellen? Zum Beispiel Dame aus dem Weg. Türmscher angreifen. Ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen. Das ist ja schon ein bisschen spät für VS. Man will ja wohl noch fragen dürfen. Ich versuche gerade zu überlegen, was passiert, wenn der Turm hier hingeht. Ich könnte so fesselmäßig. Könnte so zurückfesselmäßig. Ich könnte so schlagemäßig. Okay, geht nicht dahin. Wahrscheinlich vernünftigerweise. Müssen wir den Bauern nehmen, oder? Mir fällt nichts Besseres ein. Ich will nichts anderes machen als das hier. Und zwar in Bestform. Und dafür nur wieder mit links die Testno. Bauer, Alter. Nein, kein Paw Patrol mehr gespielt. Ja, stimmt, ich bin. Ja, wenn ich am Tag streame im Moment, Paw Patrol spiele ich ja nur, wenn meine Tochter den Tagstream crasht. Dann allerdings sind wir wieder am Start. Alien Shrimps, einen wunderschönen guten Abend. Dame F3, ja. Was soll ich dazu sagen? Läufer E4, Dame G3. Ist ein bisschen dry. Klinikaufenthalte, wie viel hast du mitgemacht? 3. Ne, Grobsangriff ist immer schlecht, Runek. So kannst du das merken.
Gewinne ich denn das? Das ist ja die Frage, die quälende Frage, die uns alle beschäftigt. Gewinnt der arme Jan denn das überhaupt? Das ist nicht so leicht, ehrlich gesagt. Das Läuferpaar ist schon wahrscheinlich genug Gegengift gegen meinen Mehlbauern. Aber ich probiere es natürlich. Achso, ich soll kurz überlegen, wenn er F schlägt G spielt, dann soll ich nicht C5 spielen wahrscheinlich. Überlegen wir dann kurz. Okay, kurz überlegt, machen wir trotzdem C5. Keine Lust hier lange zu überlegen. Keine Zeit. Läufer deckt den Turm, der andere Turm deckt den Bauern. Also es hält gerade noch so zusammen, unser Kartenhaus hier. Was bedeutet das grüne Zeichen vor meinem Namen? Das bedeutet, das kleefarbene Lorbeerblatt. Das kriegen Großmeister bei guter Führung, wenn man sich 5 Jahre lang nicht zu Schulden kommen lassen hat. Zack, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann hat man die 5 Blätter. So wurde mir jetzt jedenfalls erklärt. Wie gewinne ich denn hier? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich besonders hoch gewinne. Irgendwas gegen dieses nicht besonders Hochgewinnen tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Zieh den Bauern vor. Ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Scoopster sagt, sag mal, Jan, was halten wir davon, wenn Kyrie Irving kommende Saison zu den Lakers geht? Ey, also ich würde es lieben. Russ, Kyrie, King James und Anthony Davis, wenn er dann die Augen offen halten kann. Ist so ein Traum. Spaß für die ganze Familie. So, jetzt Turm irgendwo hin. Aber wohin? Vielleicht hier? Nur für den Kick, für den Augenblick. Krass, wie sich alle um Kyrene Wolf reden, ne? Und der Typ hat aber in den letzten 5 Jahren wie viele Spiele gespielt? 100 Spiele? Zwischendurch immer so, ja, ey, kein Bock, mich impfen zu lassen. Ich spiele mal nicht. So, ich mache mal 9 Spiele Pause. Ich habe hier Privatsachen zu klären. Ich bleibe in Boston. Nee, ich bleibe nicht in Boston. Nee, Steve Nash, ich habe nicht so Bock auf dein Training. Ich leite einfach mein eigenes Training nach deinem Training. Ja, Erde ist flach. Hey, Kyrie, Alter. Dann immer diese geilen. It's bigger than Basketball. Was ist bigger than Basketball, Alter? Was machst du denn Biggest? Recherchierst, ob die Erde flach ist?
Nee. Nix wollen ihn auch? Ja, nix. Nix haben auch nichts zu verlieren. Ballhändeln kann er. Aber Winning Player in den Playoffs seit 2016 nicht mehr gesehen. Also hier die Serie von Brooklyn gegen Boston war schon deutlich. Bin ich dran? Ich habe nicht mitgekriegt, dass ich dran bin. Auf E3 schön gespielt. Ich war am Lästern über Kyrie. So viel Zeit muss sein. Weiß nicht genau, was wohin geht. Türme tauschen will ich nicht, das ist gleich zu remisig. Können den König ja wieder in den Start bringen, Turm A7 nervt mir auch ein bisschen. Komischer Zug. Super Spaten Deluxe, er hat meinen feinsten, wichtigen Wurf getroffen. Ja, ich sage ja, seit 2016 haben wir nichts mehr gesehen. Aber natürlich, Kyrie ist Box Office. Wenn jetzt glaubt er wieder an eine runde Erde, glaube ich nicht. Ich glaube, es war ihm nur zu viel Stress hier, weiter die Flat Earth, die Flat Earth zu verteidigen. Vampire Survivors hat gewonnen. Das werden wir als blanken Hass gegen 20 Minutes Till Dawn. H3, kann ich immer was machen? Bauer vor oder so? Ich weiß, wie ihr das macht. Ich vorgehe, was passiert? Er schlägt, ich schlage, er schlägt, ich schlage, er schlägt dich. Also das Ding ist, dass er jetzt nicht gut hier schlagen kann, weil er einen Turm schlägt und der Läufer angegriffen ist. Also dachte ich, das Timing ist vielleicht günstig. Ah, weiß ich nicht, wie jetzt irgendein Team denken könnte, ey, was eine gute Idee ist. Wir geben Kyrie Irving hier mal für die Zeit von 30 bis 35 K, wie viel Geld? 200 Millionen Dollar. Da macht er schon. Auf Kyrie ist Verlass. Turm A4, haben wir mehrere Möglichkeiten. Chat, entdeckt ihr die Möglichkeiten? Ich kann Fetchen hier hin oder Fetche hier hin. Ich weiß nicht so genau, was besser ist. Vielleicht ist hier hin gemein. Weil nicht so klar ist, wo sein Läufer hin soll. Andererseits ist hier hin auch ein bisschen verpflichtender. Hier hin ist sicherer. So, Läufer C5, gewinne ich da irgendwie? C3, Turm C4. Zu kompliziert. Gehen wir hier hin. Ist der safere Weg. Obwohl, der Zug lacht mich schon an. Er lacht mich schon an. Hör auf zu lachen, Zug. Du Zug, du. Du hast mir gut gefallen. Naja, ist glaube ich nicht gut. Oder vielleicht ist es gut, aber ich sehe es nicht. Ja, ich muss was ziehen. Lauf los, kleiner C-Bauer.
Thomas 5 hatte ich so nicht auf dem Zettel. Bisschen lästig tatsächlich. Es läuft mir aber auch gar nicht so schnell. Hat schon gespielt. C3, Turm D5, C2, Läufer B2 ist nur irgendwie. Jetzt muss ich ja was anderes machen. Wo muss mein Springer hin? Hier hin, idealerweise. Aber wie kommt er da hin? Nicht so leicht auf einmal. Na, nützt ja nichts. Fällt dir nicht so leicht. Drecksspringer macht einfach nicht viel. Mach was, Drecksspringer. Nur anstrengen auf den letzten Metern. Absolute Frechheit ist das von ihm, dass ich hier so kämpfen muss jetzt um den Sieg. Stell den Springer auch auf das dümmstmögliche Feld. So langsam. Wie kann man denn so langsam sein? Naja, schön gespielt. Suffkopf. Einmal sind die Zeit vertrödelt. Vielen Dank für die Partien. Eieiei. Naja, was soll man machen? Danke, Suffkopf. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Das ist das Schöne am Schach. Danach ist man häufig traurig. Partner in 2 Jahren zwei Trades gefordert. War einfach nicht mehr in Shape. Ich habe gerade auf ESPN hier die Geschichte gelesen über die Brooklyn Nets von Kevin Arnovitz. Viel Dramen hinter den Kulissen. Suffkopf sagt, sorry für den Flag und danke für die Games. Nichts zu entschuldigen, ich hätte ein bisschen schneller spielen sollen. Habe mich hier ein bisschen verquatscht, schön gespielt. So, Chat, kurze Pause. Danach machen wir unsere große Analyse vom Kandidatenturnier. Heute die Partie, der Partien zwischen Fabiano Caruana und Jan Nepomniachtchi. Sneak Preview. So sieht's gleich aus. Bis gleich. Schön, dass ihr dabei seid. Nicht die große Analyse verpassen.